Die Potenzrechnung ist eine wichtige Grundlage in der Mathematik, denn sie taucht in relativ vielen Aufgaben auf. Ja, was ist die Potenz überhaupt? Also die Potenz besteht aus zwei Teilen. Zum einen einer Basis, ich nenne die hier jetzt einmal a, und einem Exponenten, also der Hochzahl. Und das zusammen, das ist dann unsere Potenz. Was können wir uns jetzt darunter vorstellen? Und zwar, diese Potenz sagt jetzt aus, dass wir dieses a hoch n auch umschreiben können in a mal a mal a und so weiter mal a. Das bedeutet, wir multiplizieren hier n mal das a miteinander. Und das ist sozusagen der Knackpunkt in der Potenzrechnung. Ja, hier gibt es jetzt verschiedene Potenzgesetze sozusagen. Einmal für das Produkt, einmal für den Quotient. Und diese Gesetze schauen wir jetzt uns in den Unterkapiteln etwas genauer an. Eins noch, das brauchen wir später erst im Kapitel Wurzel, aber dann habt es ihr hier schon einmal gehört. Wenn wir zum Beispiel die Wurzel aus a haben, dann können wir das auch in eine Potenz umschreiben. Und zwar, wir haben die Basis a und den Exponenten 1/2. Beziehungsweise, wenn wir die nte Wurzel nehmen wollen, dann hätten wir wieder die Basis a und den Exponent 1 durch n.